Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon Singleplayer German von mir, Ninja Nintendo und Blind natürlich auch das Ganze, ne? Wir sind hier in der Singleplayer Hauptwelt, hat die einen Namen? Nein, hat die nicht. Und wir haben hier noch eine Aufrüstung, wir können noch was aufwerten. Was werten wir denn mal auf? Wie wär's mit Feuergeschwindigkeit? Kann man das überhaupt schon aufwerten? Ach nee, da habe ich noch nicht. Ach ja, steht ja da. Ups, ich kann das hier aufwerten oder das da. Ah, okay, das hat man an sich auch, diese Dinger. Tintentank, Klecksbombe. Wenn wir mal Tintentank. Ja. Gespeichert. Stufe erhöht. Schön. Okay, haben wir das schon mal auf Stute vor allen Dingen. Oder konnte ich das andere... Ah, ich kann das auf 100 freischalten. Oh, ich bin doof. Egal. Okay. Okay, gut. Dann wollen wir mal weiter. Mal überlegen. Wo geht's weiter? Geht's hier weiter? Bist du die 2? Oktobälle von der Rolle. Mission starten. Dann machen wir mal. Mission starten. Oh ja, in dem Spiel müssen wir noch so viel lernen. Oktobälle von der Rolle. Okay, den haben wir schon mal getötet. So. Färbe die Wände ein und überwinde sie als Tintenfisch. Jupp, machen wir. Machen wir, guter Freund. So. Dann mal hoch hier. Checkpoint. Ah ja, Checkpoint. Oh, was ist das denn für ein Dicker? Ist da sonst noch was? Nö. Was ist denn für ein Dicker, lustiger? Kannst du noch was? Haben die mich schon gesichtet? Nö, ne? Jetzt haben die mich gesichtet. Ah, war so eine Bombe. Okay. Das ist ja lustig. Da haben wir noch eine Kiste. Da ist auch noch eine Kiste. Und nochmal ein paar Bällchen. Ach, die kann ich nochmal. Ach, das ist so ein Wasserballon. Ist ja lustig. Kommt der wieder? Und da kommt er wieder. Lob. Ist das so ein, ach, das ist ein Tier. So ein Ballontier irgendwie. Hm, lustig. So, wollen wir mal hier hoch. Da ist ein... Oh, bist du denn für ein Vieh? Irgendwas bist du. Naja. So ein Fuchs oder sowas, ne? Ja, irgendwie sowas. Da bist du noch ein Feiner. So, der ist schon mal tot. Oder besiegt. Oh, den habe ich... Der hat mich da umgesehen. Oh, die kommen auch ein bisschen hingerannt. Das sind ja Bomben. Die werden immer schneller, glaube ich, aber. Oh, naja. Dann geht auch gut die Musik ab. Oh, die Party besser ist ab bei den Lichtern. So. Dann wollen wir mal. Wo? Hier noch ein paar Kügelchen. Oder muss wieder so ein Ballon? Hier ist irgendwie so ein Parkplatz. So sieht das gerade aus. Kann ich die hier also so auf einmal einsammeln? Kann ich Tatsache. Cool. Ah, und so kriege ich auch die Wand hier voll. Ist hier oben einer? Hier oben ist bestimmt einer, ne? Ne, ist nur so ein Dings. Hier sind noch ein paar Kugeln. Warte mal, ich kann hier hoch. Warte, ich kann hier hoch. Da möchte ich jetzt hoch. Kann ich die kurze Stange da hoch? So. Ne, kann ich leider nicht. Da geht's nicht weiter. Schade. Komplett außenrum gesichert. Ja, schade. Wäre lustig, wenn ich da hoch könnte, aber sieht nicht danach aus. Schade. Sehr schade. Naja, macht ja nichts. Joa. Gut. Dann wollen wir mal, würde ich sagen, weiter, ne? Ja. So, Checkpoint. Hallöchen. Oktobälle gehen in deiner Tinte unter. So kriegst du sie da. Ich sag, bravo. Bravo, hast du gut gemacht. Hast du sehr toll gemacht, hast du das. Ja, Dankeschön, Kettlefisch. So, noch hier irgendwas Schönes. Ja, schön, so auch vor allem zu viele Stickers und sowas. Hier ist so ein Parkschild, ist ja auch schön. Da gibt es echt schon wieder schöne kleine Details hier, muss man sagen. Gefällt mir. Und da die Ampel. Boah, wie geil ist die Ampel denn? Geil. Das ist ja cool, die Ampel. Wie ist das so alles so zusammengemixt aus der Welt? Und dann irgendwie was ganz komisches rausgemacht worden. Boah, die Ampel finde ich total cool. Kann ich die ansprechen? Na, kann ich leider nicht. Da bleibt leider keine Tinte dranhängen. Boah, ich finde das total cool. Cool, cool, muss man sagen. Komm schon, hoch da. Danke. So. Da oben kommen so ein paar. Ah, das sind die Bälle. Feind gesichtet. Okay, die schmieren sich also so ein. Okay, verstanden. Naja, gut. Können jetzt nicht so viel. Möchte ich mal behaupten. Was bist du? Du bist eine Platte. Ach, ein Checkpoint bist. Okay. Hier ist auch Fahrrad. Für Fahrrad kann man hier... Ne? Kann man hier... ne, ihr wisst schon, was ich sagen will. Ein Tintenkiller, die ist absolut unterwünscht. Ach, die
Ah, der macht meine Tinte wieder weg. Und die kann ich auch nicht besiegen. Oder? Ne, kann ich nicht, ne? Okay. Verstanden. Was ist denn da unten? Da komme ich doch her, ne? Oder? Ist das special? Das sieht special aus, ne? Will dahin. Bam. Aha. Die nächste Dings gefunden. Dann kommen wir hier rein. Und dann kommen wir da hoch. Ah, okay. Dann haben wir uns den Part ein bisschen erspart. Was haben wir denn da drin? So, da sind einfach so. Was ist das denn? Hier Lüfter sind das. Genau, Lüfter sind das. Lüfter. Okay. Kann ich das Schild hier? Nö, kann ich auch nicht. Schade. Also nur bestimmt. Reich, habe ich schon verstanden. Ah, da ist noch so eine Rolle. Hallo Rolle. Tschüss Rolle. So, haben wir hier nochmal ein paar Pünktchen. So. So. Und da oben geht's weiter. Wo da oben... Ah ne, da komme ich nicht hin. Da ist leider zu, ne? Komm da hoch. Komm schon. Ja. Ah, da komme ich, glaube ich, nicht oben weiter, ne? Ne, leider nicht. Schade. Also müssen wir hier weitermachen. Okay. Checkpoint. Da sind ja so ein paar Kugeln. Und die kugelt auch schon mal gleich los. Komm schon. Komm her. Danke. Macht er eigentlich nur unsere Tinte weg oder macht er komplett die Tinte weg? Ja, die macht die komplette Tinte weg. Ist okay. Gecheckt. So, komm her, du Kugel. Ah, hier ist auch noch eine Kugel. Was hast du? Ach, du hast ein Item, ne? So. Prima, ein Rüstungsteil. Ja, das habe ich schön gemacht, ne? Muss mir echt noch eine schönere Stimme ausdenken, weil ich die andere schon wieder fast vergessen habe. Ich weiß nicht mehr, wie ich die mache. Ah, das hast du ganz schön gemacht. Irgendwie so. Was hast du? Du hast ein paar Punkte auf dem Rücken, die hätte ich ganz gerne. Sonst nix. Okay, was hast du denn da? Ist das ein Labyrinth? Machen die eigentlich Schaden? Nö. Okay. Gut, dann wollen wir mal hier hoch. Ey, ja, ist aber schon. Ach, hier oben gibt es so ein paar Ballons. Ach, dann kann ich die bestimmt von hier. Na, komm, lass mich da hoch. Komm, lass mich hoch, danke. Kann ich die Ballons bestimmt von hier. Zack und zack. Wunderbar. Und hoch mit uns. Rücke an der Wand X, um sie schneller hochzuspringen. Ah, okay. Also zum Springen halt. Okay, verstanden. Ah, ihr seid noch ein paar Punkte. So. Checkpoint. ZL. Daumen ist was. Ah, da kommen wir auch hin. Ein paar Bällchen. Oh, die machen ja kaputt hier meine Sachen. Ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Sprungfeld aktiviert. Schön. Sehr, sehr schön. So. Ist hier noch was? Nö. Und dat, die Seite haben wir auch schon. So, Checkpoint. Die Ampeln voll cool. Aber ich weiß nicht, ich mag irgendwie solche Details. Allgemein sieht hier alles ganz cool aus. Oh, die haben sich selber runtergekugelt, teils. Naja, passiert. Da ist noch einer. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, natürlich. Was hast du denn anderes erwartet, mein Lieber? Komme ich da noch hin? Was ist das denn? Das ist ein Shooter, ne? Ah, okay. Komme ich da noch hin? Oder komme ich da gleich noch hin? Ich glaube, da komme ich gleich noch hin, oder? Nee, ich kann von hier nicht ranspringen. Das wäre ein bisschen, oder? Nee. Hm. Ich sag einfach mal, da kommen wir gleich noch hin. Ich hoffe, das stimmt. So. Hier die Kisten kaputt machen. Ah, hier, guck mal, hier siehst du. Und hoch da bestimmt mit uns, ne? Ja, schön. Letzter Checkpoint. Ah, okay. Halte für das Tentengeschütz gedrückt und schieße mit ZR. Okay. Bisschen ballern. Boom. Ah. Haben wir endlich Munition? Ich glaube ja. So. Okay. Und da oben. Hallo, ich möchte ja wohl treffen. Dankeschön. Und Dankeschön. Cool. Noch irgendwas? Ah ja, vielleicht hier noch ein bisschen farbig mal alles. Blablabla. Kann ich auch schneller schießen? Ne, kann ich nicht. Schade. So. So. Soll das schon reichen? Ach, der andere ist ja noch da. Oh, verdammt. Da muss ich mich eigentlich besser beeilen. Oh, oh. Ich beeil mich. Oh, du bist doch doof, du doofer Typ da. Du sollst dir meine schöne Tinte wegmachen. Hallo. Pass auf damit. So, jetzt lass mich aber vorbei. Dankeschön. Neige für eine bessere Übersicht das Ding nach oben. Okay. Okay, wenn man sich den Weg, fällt er selber runter. Und hier ist wieder unser Dings. Sonst noch irgendwas hier? Nö, ne? Sieht nicht danach aus. Okay. Zack. Und das war's, ne? Ah, das ist wieder. Jetzt hat sie wieder eine Barriere bekommen. Also das heißt, man muss es rechtzeitig einsammeln. Oktobelle von der Rolle.
Dann haben wir das Ding eingesammelt. Gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oktobälle von der Rolle. Wir Oktorianer leben tief im Untergrund. Unsere Kesselportale helfen uns dabei, zwischen unseren Wohnhöhlen hin und her zu reisen. Unglaublich, das wusste ich gar nicht. Interessant. Schön, schön. Oktobälle von der Rolle. So, können wir ein neues ausfusten? Oh, was sagst du denn noch? Zum Flitzen, Springen und Abtauchen. Lalala, mit Fließtenter, ja. Die Insta-Bombe explodiert, sobald sie einen Gegner oder Hindernis trifft. Die Spür verfolgt Gegner von selbst. Oh, das schätzt sich ganz gut an. Die hätte ich ganz gerne. Die Spürbombe. Cool. Ja, sonst können wir nichts kaufen. Okay. Wähle mit Lalala eine Bombenart. Okay. Ja. Ah, okay. Also kann ich das nur für Level aussuchen. Okay, das heißt, da muss ich da vor dem Level entscheiden. Oh, hier Vögel. Vögel. So, hier ist das nächste Portal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So, nächste Portal. Flugschau und Oktorianer. Der Oktokopter natürlich. Und Mission starten. So, das ist dann letzte Elektrowelt hier. In der ersten Tutorial-Welt, möchte ich meinen. Flugschau und Oktorianer. Erstmal hier am Baum. Ach, den Baum kann man auch schön betinten. Schön. Okay. Das sieht schon cool aus, muss man sagen. Fällt mir. Fällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Oh, guck mal, hier kann man so lang sliden. Schwimmen als ZL durch Tintenfisch. Ja, wissen wir doch, mein Gott. Ist da oben noch irgendwas, weil das irgendwie so wäre? Nö, das ist okay. So, ich fände es so cool. So, ich fände es so cool, wie das so aussieht. So, Tintenfisch und dann werden sie wieder zum Menschen. Sieht schon cool aus. Checkpoint. Oh. Jetzt gibt es mal die ersten fliegenden Gegner. Komm weg mit dir. Schön. Schön, schön, schön. So. Was haben wir hier noch so? Ich dachte gerade, ich hätte einen Mayo-Jingle gehört, aber nee. Hört sich alles normal an. Okay. Sieht ja auch cool aus. Schön, schön. Na gut. Weiter geht's. Schwimmer als Blabla und dann Weitspringen. Ja, wissen wir doch. Zack. Und Checkpoint. Ist hier noch was drin? Ja, hier sind wieder ein paar Dinger dran. Die hätte ich alle ganz gerne. So. Wunderbar, wunderbar. Okay, dann machen wir mal. Zack. Was ist hier sonst noch? Das sieht alles auch ganz okay aus. Okay. Dann springen wir mal. Und da ist auch einer. Der hat uns schon gesichtet. Aber er weiß auch gar nicht, wo wir sind. Das ist ja einfach nur so ein Fleck. Nein, treffe ich nicht. Schade. Sie sind aber auch langsam, die Geschüsse. Derzeit sind die echt nur langsam, muss man sagen. So, hier weg mit dir. Wunderbar. So, habe ich mir vorgestellt. Okay, der sagt in einer Zeit immer gleich. Hier ist noch ein neues Rüstungsteil. Was ist das denn hier? Ein paar Pflanzen hinter einem Kasten. Okay, hier sind noch ein paar Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte sind es ja nicht, aber halt Punkte, ne? Was steht da noch drauf auf der Insel? Komme ich da hin? Nee. Oh, hier, lila. Wissen wir. Man hat da. Ne, kann man nicht, ne? Okay. Ist da ja nix? Ne, jetzt einfach nur ein paar Schilder aufgestellt. Na gut. Was bist du denn? Beschieße Sepia-Punkte mit ZR, um sie zu aktivieren. Ach so. Ah, das sind die Dinger. Checkpoint. Okay, cool. Wenn du einen Sepia-Dukt loslässt, fällst du runter. Cool. Gefällt mir. Und Checkpoint. Der nächste. So. Kommt schon. Auf die Omi hier. Auf die Nuss. Kriegt die nicht. Ein voll der gute Zieler. Nicht. Jetzt aber da der eine. Und der da weg. Wunderbar. Sollst du noch irgendwas da unten warten? Nein. Okay. So. Okay. Hier unten ist also echt nix. Ist so. Nicht da, hier, nicht hier, nicht hier. Danke. Dann wieder hoch. Hoch, da ist noch ein Geschenk. Also, drücke ZR, ach, eine Spezialwaffe. Drücke ZR und dann ZR, um die Tizuka abzufeuern. Okay. Feuer frei, okay, machen wir mal den da. Ah, hat ja viel gebracht. Gar nichts. Oh, ich hätte die öfter benutzen sollen. Na, jetzt habe ich die ein bisschen verschwendet. Na, egal. Macht ja nichts.
So. Und so. Ei. So sehen das gern meine Augen. Ja, das wissen wir. So, so. Wunderbar. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Checkpoint. Augen auf. Da lauern Oktopoden. Oktokopter. Achso. Ihr habt mich nicht gesehen. Könnt ihr mich einfach auch so sehen? Nee, ne? Okay. Wir müssen da hinten noch so ein Ding. Achso, falls man da mal runterfällt. Okay, wir gehen mal hier in die Offensive. So. Ei, so sehen das meine Augen gehen. Was ist denn hier das hier? Warum kommen wir denn hier hin? Ist doch komisch. Ist da oben noch was? An dem Baum noch was? Nope. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Gucken wir mal hier oben uns nach oben. Na komm schon. Komm schon. So. Und eine Kiste. Und da ist das Pergament. Also die Seite. Ah, hier müssen wir also ranhüpfen. Komm, bleib hier drauf. Und Dankeschön. Damit haben wir das auch. So, dann gibt es da nochmal ein paar Erfahrungspunkte. Oh, das war runtergegangen. Oder? Ja, das ist runtergegangen. So. Ah, die bewegen sich hier, die Plattformen. Das ist ja interessant. Da war ein bisschen knapp. Achso, hier wäre eh Boden. Okay. Sabat, was ist denn da? Das ist einfach nur so ein Gullideckel. Oder ist das was Besonderes? Nee, nur ein Gullideckel. Na gut. So. Komm schon. Na, komm schon. Dankeschön. So, komm, auf die Omme da. Auf die Omme da. Komm schon. Boah, der schießt aber ganz schön gut, muss man sagen. So. Da hätte ich noch gerne den roten Punkt. Vielen Dank. Kann man da echt nicht hin, da hinten? Hm. Na gut. Da eben nicht. So. Und da ist die nächste Linie. Hier ist nichts mehr, ne? Okay, dann weiter. So. Und nächster Checkpoint. Der Elektroblitz ist ganz in der Nähe. Ich kann ihn spüren. Ist okay. Okay, wir müssen springen. Ist ja geglückt. So, hier müssen wir auch nochmal springen. Ach, guck mal, die Tinte ist auch ein bisschen verlaufen. Oh, letzter Checkpoint. Was bist du denn da vorne für ein Vieh? Du bist aber neu. Sei vorsichtig, diese Oktobomber sind gemein. Okay, wir haben ja nochmal neue Rüstung. Okay, die werfen also mit Bomben. Komm mal her. Und bravo. Okay, das heißt, diese Spezialwaffen gibt es in der Thunfischdose. Das ist ja auch lustig. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier für eine Antenne, was wir gerade haben? Okay. Okay. So. Dann hier nochmal ein bisschen. Genau. So, komm. Wunderbar. Das ist geil, dass die Tinte noch so verläuft, ey. Das ist schon cool. So, und da vorne ist auch schon wieder unser Oktowelz. Sind dort noch irgendwo hier Erfahrungspunkte? Nö. Ja gut, dann springen wir mal da ran. Genau. Den hier kaputt machen. Und haben wir. Flugschau der Oktokopter. Das war's. Mit Level 3. Schön. Flugschau der Oktokopter. Diese Maschine scheint den Oktorianern als Fortbewegungsmittel zu dienen. Doch sie ist innen leer. Wie bewegt sie sich? Vielleicht durch harte Arbeit und pure Willenskraft Oktorianer? Gute Frage, das wissen wir noch nicht. Und ich dürfte mal raten, das ist der Boss einer Welt. Die Matte Elektrowelt hat der Boss, das Bosskesselportal geöffnet, siehst du? Okay. Aber Leute, den Boss, den machen wir beim nächsten Mal. Das war's mit ein paar von Let's Play Splatoon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid noch genauso gespannt wie ich. Und dann wird es wohl hier wohl weitergehen. Interessant. Okay. Also, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Und bis dann. Sei schau hin, Yoshi, Tendo.